Unser Kletterurlaub fällt dieses Mal etwas anders aus. Und zwar schlägt es nicht in die Berge, sondern an den Strand. Das im Nordwesten gelegene Gebiet um San Vito Lo Capo ist eines der besten europäischen Klettergebiete für die kühle Jahreszeit. Wir haben extrem kurze Anmarschzeiten und stehen vor kilometerlangen 40 bis 60 Meter hohen Wänden mit ca. 1200 Sportkletterrouten, auch sehr gut gesichert. Wer Mehrseillängenrouten bis zu 400 Meter klettern möchte, auch kein Problem. Der Monte Monaco ist gleich ums Eck und bietet diese an. Hier sieht man aus der Vogelperspektive einen kleinen Teilabschnitt der vielen Kletterrouten. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Das Schöne ist hier auch, wenn es doch zu heiß wird, Abkühlung findet man hinter sich im Meer. Damit man die Größenverhältnisse sieht und einen kleinen Eindruck der Routen bekommt, zeigen wir hier und da eine. Es gibt auch kleine nette Höhlen zu entdecken. Hiermit beenden wir nach ein paar Tagen diesen Kletterabschnitt und wechseln in einen neuen Bereich. Vom
Campingplatz El Bahira sind diese Felsabschnitte sogar noch schneller zu erreichen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, alles oder besser gesagt einiges neu zu erkunden. Wem es jetzt hier zu langsam geht, es geht natürlich auch in Zeitraffer. Wir wollen natürlich die kleine Küstengemeinde San Vito Lo Capo auch noch kurz zeigen. Bekannt ist hier der in einer geschützten Bucht gelegene Sandstrand, über dem sich der Monte Monaco erhebt. Wir schauen uns das Städtchen in der Dämmerung an, in dem gerade ein kleines Stadtfestival stattfindet. Mit dem Sandstrand klinken wir uns nun aus und hoffen, dass wir einige nette Eindrücke weitergeben konnten. Sowohl für Kletterer als auch für Nicht-Kletterer.